Puerto Naos. Aktueller Stand und wie geht es weiter? Mittlerweile sind einige Bewohner von Puerto Naos in ihre Häuser zurückgekehrt. Doch was ist mit der Versorgung? Zum Beispiel sind der Supermarkt und die Apotheke immer noch geschlossen. Das Cabildo der Insel teilte nun in einer Pressekonferenz mit, dass verschiedene, vielschichtige Maßnahmen zur Wiedereröffnung von Geschäften notwendig sind. Und das sei nicht so einfach. Doch sind diese Maßnahmen mitentscheidend, dass die bereits zugänglichen Wohnungen auch belegt werden. Mittlerweile bestehen laut Information des Cabildo in der sogenannten grünen Region keine Gesundheitsgefahren mehr. Für die restlichen Wohneinheiten in Puerto Naos muss man auf die Entwicklung der Natur warten. Da im Moment kein sicheres Betreten gewährleistet werden kann. Eine diesbezügliche Entscheidung ist in den kommenden Wochen vorgesehen. Doch mit einer eventuellen Wiedereröffnung soll auch die Klärung der Versorgungslage einhergehen.